eine schwierige Frage. Wer bin ich? Ich bin Rentner, ich bin verheiratet, ich habe einen Sohn. Ich bin das Produkt all dessen, was ich in meinen bisher 68 Jahren erlebt habe. Natürlich die einzig Richtige in der Welt. Ich schwöre auf das fliegende Spaghetti-Monster. Ich bin also Pastafari. Fragst du, wie das ist, wenn du Selbstdenker bist, dir kein Dogma droht, dann wirst du selbst zum Gott, kannst selbst dein Feld gestalten. Ja, an den Tag, wann ich vom Pastafaritum gehört habe, kann ich mich nicht genau erinnern. Und dort habe ich das erste Mal vom Pastafaritum gelesen, war sofort begeistert, habe sofort die Gemeinde der Uckermark gegründet. Das war dann im Dezember 2005. Wir nehmen gemeinsam das Heilige Abendmahl ein. Nach alter Tradition dürfen die Gäste sich die Flasche Bier aussuchen, die wir dazu öffnen. Es sind ja nicht die Templiner, die hier zur Nudelmesse kommen, sondern in erster Linie die Touristen. Manchmal zwei, manchmal drei, manchmal acht. Das meiste, was wir einmal hatten, waren 13 Leute auf einmal. Das war dann schon fast zu viel, die haben gar nicht alle hier reingepasst. Bier von seinem Biervulkan. Ui, ein Braben! Halleluja! Da war ich noch sehr jung. Hat meine Mutter mir die ersten Kochprinzipien beigebracht, damit ich als armer Student beim Studium nicht verhungern muss. Was ich früher gedacht habe, hat sich zum Teil sehr geändert. Ich habe zum Beispiel früher gedacht, dass die Kirche und die SED in etwa das Gleiche sind, weil beide missbrauchen eine eigentlich gute Idee, dazu, sich an der Macht zu erhalten. Als in der DDR die Wehrkunde eingeführt wurde, alle Schüler mussten lernen, wie man schießt und so weiter, wie man sich als Soldat verhält. Das hat uns nicht gefallen. Eine Inschrift nachts angebracht, heimlich, und haben dort an die Schulen geschrieben, stoppt Wehrkunde, Militär heraus aus den Schulen. Ja, aber dadurch, wenn so etwas passiert, dass man, weil ich nicht den Ansprüchen an einen sozialistischen Studenten entsprach, sozusagen in eine Ecke als Staatsfeind gestellt wird. Die Reaktion in der Stadt auf unsere Kirche, die gab es am Anfang eigentlich gar nicht. Das hat sich geändert, als wir unsere Nudelmessen-Hinweisschilder an den Straßen aufgestellt haben. Beide Kirchen, die wir in Templin haben, eine katholische und eine evangelische, sind explodiert.
der katholische Gemeindereferent hat davon gesprochen, dass Templin untergehen wird. Die ganze Welt wird über Templin lachen, wenn die Schilder hängen bleiben. Und wir sind ein ganz, ganz großes Unglück für Templin. Die Staatssicherheit war die politische Polizei der DDR, die nach innen gearbeitet hat und die Bevölkerung überwacht hat. Das hier ist ein Teil meiner Akte, die ich bei der Staatssicherheit hatte. Insgesamt waren es über 800 Seiten. Hier eine Sammlung von Bildern, noch aus meiner Studienzeit. Bilder aus meiner damaligen Wohnung. Die gesamte Wohnung wurde fotografiert. Die gesamte Wohnung war verwanzt. Überall Mikrofone. Gut, die Bilder von der Wohnung zeige ich jetzt lieber nicht. Da hätte ich vorher aufräumen sollen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so wichtig bin, dass ich abgehört werde und dass so viel Aufwand betrieben wird. Ich habe einfach mit meinem Freundeskreis das gemacht, was wir gerne machen wollten und habe mich nicht beeinflussen lassen. In der DDR musste man es verstehen, wegen unserer Geheimpolizei, der Stasi und der Kontrolle, dass man etwas zwischen den Sätzen sagt. So ist, denke ich, meine Liebe zur Satire entstanden. Pastafaritum ist fast eine Philosophie. Sehr schnell haben wir gemerkt, dass es viel Spaß macht, Zeremonien zu entwickeln. Wir haben also die ganzen Zeremonien, die die deutschen Kirchen so haben, haben wir vorgenommen, haben eine Satire daraus gemacht. Das war der Anfang unserer Kirche. Aber natürlich ist es nicht dabei geblieben. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, wir haben uns eine Satzung gegeben und in dieser Satzung steht, unser Hauptzweck ist die Förderung wissenschaftlicher Weltanschauungen unter ganz besonderer Berücksichtigung des evolutionären Humanismus. So ist unsere Tätigkeit, unser Sinn eigentlich darin zu suchen, dass wir die Parodie nutzen, um auf uns aufmerksam zu machen und um Kirchenkritik zu üben. Aber Kritik alleine reicht uns nicht. Man muss auch etwas anbieten. Und dieses Angebot von uns ist der evolutionären Humanismus. Drei Minuten sind um und jetzt noch 10 Minuten warten. And they always will be correct al dente. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Die Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Die Gesellschaft zu verändern, habe ich eigentlich schon immer versucht. Aber eigentlich mehr mit Kritik. Nicht damit, dass ich selber etwas anbiete. Ich finde aber, oder das musste ich natürlich auch erst lernen, dass es ganz, ganz wichtig ist, eben nicht nur zu kritisieren, sondern selbst aktiv etwas zu tun. Ich
Ich habe erkannt, oder wir haben erkannt, dass man nicht jeden mit einem Philosophiebuch erwischen kann. Aber mit etwas Satire, die auch Spaß macht, mit etwas Freude, mit etwas Zusammenkunft, ist es viel, viel leichter, etwas zu erreichen und etwas unter die Leute zu bringen. Ja, natürlich sagen die Leute manchmal, ich bin ein bisschen Einspinner, und dann freue ich mich wirklich richtig darüber. Denn Religion ist Spinnerei. Da kann ich einfach sagen, wenn das, was die anderen Leute sind, normal ist, dann bin ich gerne ein bisschen verrückt.